Hallo und herzlich willkommen zurück bei Prison Architect. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben hier eine Gefangene, die verletzt ist. Ich weiß nicht, warum sie verletzt ist. Vielleicht hat sie sich selbst verletzt. Kann ich hier nicht... da steht Personal angegriffen, Fehlverhalten. Fakt ist, dass die zur Krankenstation muss, denn die ist verletzt. So, dann gucken wir hier mal weiter. Hier sieht alles gut aus. Wir haben hier einige Umbauarbeiten in der letzten Folge gemacht, die auch nötig waren, finde ich. Und jetzt wollen wir Kantine und Küche etwas vergrößern. Ich werde das Fundament schon mal setzen. Gemauert hierher. Und wenn wir dann schon so weit sind, dann werden wir das Fundament auch bis hier runterziehen. Denn dann können wir hier den Flur verlängern. Und ich denke, dass wir hier vielleicht auch nochmal einen Flur durchhaben müssen, dass wir zwar eine Vergrößerung dann haben, aber nicht ganz der Bereich, sondern nur bis hier. Und hier dann nochmal einen Flur. Also diese Planeinzeichnung, das kann sich halt noch ändern. Was ist jetzt wieder los? Gefahr niedrig und steigend. 18 Häftlinge haben ernsthafte Beschwerden. Das gibt's doch gar nicht. Bedürfnisse. Was ist los? Ah, Moment. Blase. Ah, okay. Die haben geschlafen. Jetzt ist das auch auf einmal zurückgesprungen. Alles Hygiene springt auch zurück. Nahrung wird zurückspringen. Familie ist halt immer ein Thema. Und ich weiß nicht, was das Problem ist. Wir haben ja Besuchszeiten. Müssen wir das im Plan noch irgendwie... Ja, Besuchszeit gibt es nicht extra. Das ist halt einfach... Haben wir vielleicht zu wenig Kapazität hier? Ist der Raum zu klein? Das wäre natürlich möglich. Wir müssen es auf jeden Fall weiter beobachten. Jetzt bauen wir erstmal diesen Teil schnell fertig, damit die Kantine mehr Leute fassen kann. Gut, da ist jetzt automatisch eine Wand gesetzt worden. Die können wir auch erstmal ruhig stehen lassen. Die ist verletzt. Die geht mal zur Krankenstation. Man kann echt nicht alles im Auge haben, finde ich. Das ist nicht leicht. So, was macht die denn hier? Ja gut, die gehört vielleicht zur Putzkolonne. Aber müsste die da nicht einen Mob in der Hand haben? Also, wenn wir schon dabei sind. Okay, so jetzt ist hier natürlich kein Durchkommen mehr. Naja, da machen wir eine Tür hin. So, dann werden wir den Besucherraum jetzt etwas vergrößern und in der Orientierung drehen. Was ist denn da los? Nein, oh, ein Messer hat sie. Jetzt ist eine Wache verletzt. Ich glaube, es geht los hier. So, das müssen wir natürlich schnell verschließen wieder.
So, dann gibt es ein paar Lampen. So, jetzt wird's kritisch hier. Acht Häftlinge sind in ihren Zellen oder in Einzelhaft eingesperrt. Das ist doch wieder... Warum? Warum ist sie eingesperrt? Gut, sie ist halt einfach eingesperrt. Sie wird gerade bestraft. Durch Einsperren. Wir können uns das übrigens auch ansehen. Es gibt hier bei Regeln die Möglichkeit zu sagen, was genau passiert. Zerstörung, Ausbruchversuch, Gefangenen angegriffen. Das ist halt Einschließen. Hier haben wir nochmal Einschließen für Werkzeugbesitz. Und dann gibt es auch so Einzelhaft-Sachen. Personal angegriffen, schwere Verletzung, Berauschung, Mord, selbstverständlich. Mord, das gibt erstmal eine richtig lange... So, Einzelhaft, Waffenbesitz, 6. Komisch, mal geht's halb, mal nicht. So, 8 Stunden, Einzelhaft für Drogenbesitz, 4 Stunden, jawohl. So, Einzelhaft, Personal angegriffen, 12 Stunden. Schwere Verletzung. Berauschung. 3 Stunden. Okay. Gut, ich denke, das können wir erstmal so machen. Ich glaube, dass ich noch ein Programm starten muss, nämlich geistige Führung. Ja, okay. Sonst ist nämlich nichts hier mit Kapelle. Und dann kriegen wir aber ein paar Leute halt von einigen Beschwerden wieder runter. Okay, so. Ja, schön, Strom reicht wahrscheinlich, weil die von hier unten sowieso durchgehen, die Leitungen. Ja, mehr oder weniger. Passt schon. So, dann... Machen wir jetzt Folgendes. Da ist einer bewusstlos. Was ist denn da schon wieder los? Zur Krankenstation. Ich würde die Psychos am liebsten komplett wegsperren. Und zwar für immer. Also, kann ich nicht anders sagen. Die machen nur Ärger. So, die Heizung kommt hier jetzt einfach nur gedreht hin. Natürlich kriegt der Besucherraum neue Lampen. Und dann wollen wir diese hier nämlich drehen, und zwar so. Und dann können wir noch einen vierten einbauen. Aber keinen fünften. Oh, nee. Warum? Jetzt muss ich da ein Stück Wand setzen, weil das echt nicht anders geht. Das ist ja mal blöd. So, Logistik. Nein, Einsatz, Besucherausrichtung, schwupp, schwupp, so. Ja, so rum dann. Das ist jetzt nicht schön, da müssen wir irgendwann nochmal
nach unten einen verlängern. Fakt ist, wir können jetzt 4 Besucher und also statt 3, 4 Besucher hier reinnehmen. Gut, ja, der ganze Technikraum soll irgendwie nochmal woanders verschwinden. Dann haben wir hier noch Platz für andere Sachen. Im Moment geht das nicht anders, aber der Flur muss hier geöffnet werden. Was habe ich jetzt gemacht? Ach. Mit Shift Linksklick auf eine Wand gibt es eine Tür automatisch. Alles klar. Wieder was gelernt. So, ich denke, dass wir jetzt Folgendes tun. Die Einrichtung für die Küche. Wir werden hier noch einen Tisch hinsetzen. So. Ergo werden wir die Küche nur um ein kleines Stück vergrößern. Aber die Kantine um etwas mehr. Und schon wieder eine Psychotussi, meine Güte. So. Die wird jetzt mal für 12 Stunden eingeschlossen. Macht keiner, warum? Ich werde verrückt. So, die hat randaliert. Hier ist was kaputt gegangen. Und die Wache ist reingegangen. Ist ziemlich stark verletzt worden, aber die Gefangene ist bewusstlos und hier... verletzt. Nee, die Gefangene ist bewusstlos und hier ist auch eine Verletzte. Also was geht denn hier ab, ey? Muss ich denn jetzt hier wirklich die ganze Zeit Babysitter spielen? So, Serviertisch hierhin. Messer. Keine freie Wache momentan. Alle sind beschäftigt. Wir haben aber ein hohes Einkommen. Ich denke, wir werden mal noch 4 Wachen dazu nehmen. So, und um die kümmert sich einfach keiner hier. Aktion: Eskorte zur Krankenstation. Ah, jetzt, okay. So, hier auch schon wieder überall Blut. Ist ja klar, das gehört ja zum guten Ton.
Ich will den Platz hier gerne anders nutzen. So. Okay, das ist die neue Kantine. Vielleicht die doch noch ein bisschen höher und die auch. Schwierig. Jetzt noch die Küchengeräte. So, da haben wir die Spülen und die Kühlschränke. Die Kühlschränke. Ich bin immer überlegen, ob ich die Herde so in die Mitte stelle. So wie man das in Küchen halt auch öfter sieht. Okay, und dann
Der reicht doch bestimmt noch bis hier runter, oder? Das reicht, okay. Cool. So, dann machen wir die Kühlschränke jetzt nämlich hier an diese Wand und zwar 1, 2, 3, 4. Fünf, sechs. Und dann jetzt muss ich das Wasser gleich neu verlegen, ich weiß, aber ich will die Stromleitung dann da nicht sinnlos rumliegen haben. Könnt ihr vielleicht verstehen. Stellen wir die Spülen hin und wir holen dann auch noch eine weitere dazu. So, Versorgung. Wieder alles anschließen. Ah ne, da brauchen wir es ja nicht mehr. Und natürlich auch warmes Wasser, keine Frage. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir nämlich wirklich richtig große Probleme. Wir schauen kurz bei den Bedürfnissen nach. Familie wieder? Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ah, Moment, der Besucherraum funktioniert natürlich noch nicht in der vollen Auslastung, weil er jetzt zu klein ist, weil ich vergessen habe, ihn zu vergrößern. So. Vielleicht wird es jetzt besser. Ah, schaut mal, hier geht es so zumindest ein bisschen zurück. Jetzt sind noch vier Leute hier im Einsatz. Boah, Bohrmaschinen, Leute. Ich glaube es ja alles nicht. So, im Moment ist dieses Ding nämlich überflüssig, meine ich. Nee, nicht ganz. Nicht ganz, aber... Ich habe immer dieses Problem mit diesen Versorgungsräumen noch. Das ist nicht... Das habe ich nicht ideal im Griff, sagen wir es einfach mal so. Aber geht jetzt auch zurück, die Gefahr. So, und das funktioniert hier nicht mit der Ernährungsstudie. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Und ich glaube, wir müssen etwas mehr
Freizeit erlauben. Und wahrscheinlich auch für unsere psychisch Kranken. Okay. Gut, Leute. Ich mache an dieser Stelle erstmal einen Cut. Ich mache mir weitere Gedanken, wie man hier weiter bauen kann. Bin halt mit einigen Sachen noch nicht zufrieden. Das gesamte Versorgungszentrum hier muss noch irgendwie anders versetzt werden. Denn das ist im Moment nicht ideal, zumal wir hier noch einen weiteren Platz bräuchten für eine weitere Besucherzelle. Das möchte ich schon noch machen. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie es da genau weitergeht. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen erstmal bis hierhin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsetz. Ciao.